Ihr werdet jetzt ein Interview von mir bekommen mit Matthias Langwasser und mir. Ich habe den Anfangsteil rausgelöscht. Warum? Die Begrüßung und das Intro war so schlecht, also ganz schlechte Tonqualität. Mich konnte man nicht sehen, Matthias schon gar nicht. Deswegen startet das Video jetzt schon direkt mit der allerersten Frage, die ich Matthias gestellt hatte. Gott sei Dank konnte man mich da hören und sehen. Matthias werdet ihr nach wenigen Sekunden dann auch sehen. Irgendwie hat die Technik nicht mitgespielt. Aber nicht wundern, das Video startet direkt mit den Fragen an Matthias. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. So, wir starten mal. Heute geht es erstmal im ersten Teil um das Thema Immunsystem stärken für Kinder, im zweiten Teil dann Immunsystem stärken für Erwachsene und das werde ich euch dann auch unten verlinken. Matthias, die erste Frage, die ich dir stelle, wie erkenne ich, ob das Immunsystem meines Kindes zu schwach ist? Das ist eigentlich relativ einfach. Es gibt da so ein paar Merkmale, wie zum Beispiel, dass das Kind häufig krank ist, dass es sehr anfällig ist für Infekte, dass also es auch leicht angesteckt wird, wenn andere Kinder irgendwas haben. Ne? Das, also, weil selbst wenn jemand, der irgendwo ist oder selbst intensiven Kontakt hat mit Menschen, die krank sind, wenn das Immunsystem stark ist, wirst du nicht krank. Mhm. Das heißt also, wenn so kleine Grippewellen oder andere Infekte halt dafür sorgen, dass das Kind sofort wieder krank wird und auch sich wenig Energie hat, blass ist, immer mal wieder, was weiß ich, Bauchschmerzen hat oder ähnliche Beschwerden, das ist so ein, sind so Hinweise dafür, dass das Immunsystem schwach ist. Verstehe ich dich richtig, Matthias? Wenn ich mein Kind in den Kindergarten schicke, das ist ja hier allgemein normal so, die Kinder, gerade wenn sie frisch in den Kindergarten reingehen, werden ständig krank, weil da immer Kinderkrankheiten sind. Hm. Wenn das Kind aber ein starkes Immunsystem hat, sollte es sich nicht so oft anstecken im Kindergarten. Ja, also meine Erfahrung ist wirklich, dass wenn das Immunsystem stark ist, dann ist das, kann das Immunsystem ja alle Erreger sozusagen abweisen. Ne? Okay. Also ist es zum Beispiel so, also mir geht es oft so, dass nicht Menschen, dann, also wenn ne, zum Beispiel Mitarbeiter, ne, Mitarbeiter sind irgendwie krank oder so oder sagen, sie sind stark erkältet und wollen dann, also immer wenn wir in die Firma kommen, umarmen wir uns alle und die sagen dann zum Beispiel, ey, Matthias, du darfst mich heute nicht umarmen und ich sage, komm her, ne, lass dich umarmen. Weil ich okay. Nicht krank. Also ich kenne dieses normale Kranksein kenne ich überhaupt nicht, einfach weil mein Immunsystem so stabil ist. Ne? Du bist aber auch sehr mit der Natur verbunden, ne? Du bist ja auch viel draußen, oder? Ja, ich bin viel draußen und bewege mich sehr gerne. Also ich achte schon sehr darauf, eben alles zu tun, damit das Immunsystem eben so fit wie möglich ist. Ne? Und dann kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Was kann ich tun? Ich gucke jetzt immer hier, weil die Fragen hier stehen, um auf einfache Weise das Immunsystem meines Kindes oder meiner Kinder auf natürliche Weise zu stärken. Was kann ich da tun? Ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich das Thema Ernährung. Also wir empfehlen ja eine pflanzliche, rein pflanzliche und vollwertige Kost. Also pflanzlich ist klar, ne? Also nichts vom Tier. Mhm. Vollwertig heißt halt kein Weißmehl, keine raffinierten Öle, keine raffinierten Zucker und nur rein natürliche Lebensmittel. Und das ist schon mal so der erste, wichtigste Faktor für ein gesundes Immunsystem. Und dann kann man natürlich das Immunsystem der Kinder noch zusätzlich unterstützen, indem man so Superfoods gibt, grüne Sachen, Lebensmittel oder Superfoods, die Antioxidantien enthalten, viel Rohes. Kannst du mir erklären? Ganz viele Möglichkeiten. Natürlich viel Bewegung ist gut. Bewegung in der frischen Luft, draußen sein. Ne? Also, welche Lebensmittel empfiehlst du, wenn du sagst, jetzt mit ganz vielen Antioxidantien, was kann ich mir darunter vorstellen? Welche Superfoods? Also es gibt natürlich da eine riesen Bandbreite. Ich kann da nur mal so ein paar Beispiele nennen. Ne? Also zum Beispiel Algen enthalten sehr viel Chlorophyll, ist eine absolute Powernahrung oder auch wir haben in unserem Shop zum Beispiel auch wildes Heidelbeerpulver, was ich im Moment sehr liebe, was Antioxidantien ist und auch eine sehr, sehr starke Heilwirkung hat. Oder andere Produkte wie Maca oder wie Chlorella, wie Gerstengras. Wir haben auch verschiedene Mischungen, Foods, die einfach sehr immunsystemstärkend sind. Dann gibt es halt nochmal so Spezialsachen wie kolloidales Silber oder Grapefruitkernextrakt, die sowas wie also einen natürlichen Schutz darstellen, ne? Oder ein natürliches Antibiotikum darstellen. Okay. Kann man wirklich relativ viel machen, ne? Oder den Kindern Brokkoli geben, Möhren, frische Kräuter, schön püriert in Smoothies zum Beispiel, weil kleine Kinder normalerweise, die meisten haben eine Sperre, also Kräuter so zu essen, ne? Mhm. Ja, oft nicht Salat und sowas. Ja. Da muss man das halt ein bisschen anders
verpacken. Und dieses Pulver, was du vorhin erzählt hast, machst du, gibst du das in Smoothies rein, machst du einen Pudding draus? Wie gibst du es jetzt zum Beispiel deinem Kind, wenn du ihm diese Sachen gibst? Also zum Beispiel, wir haben gerade so ein neues Lieblingsrezept entdeckt, weil wir auch immer mal wieder neue Sachen ausprobieren. Und zwar ist das also Banane zerdrücken und dann ein bisschen Kokosjoghurt dazugeben. Okay. Und dann kommt da das Heidelbeerpulver rein und Lukuma-Pulver, weil es einen sehr tollen Geschmack bringt. Mhm. Und dann noch Maca. Das ist auch ein sehr, sehr, genau, das ist ja diese Wurzelknolle aus den Anden, die sehr viel Energie hat und Kraft hat und auch sehr so ein bisschen nussig schmeckt. Okay. Und dann haben wir, genau, und dann ist es, gibt das so eine wundervolle violette Farbe. Und dann haben wir gerade noch so ein neues Buchweizen-Rohkost-Müsli aus Ekaim Buchweizen und Hanfsamen entdeckt, was wir auch im Top aufnehmen werden, ist noch nicht da, aber wird demnächst kommen. Und das wird dann einfach so drüber gestreut und das ist also super lecker und einfach super gesund. Ne? Es ist halt auch süß, gell? Das essen die Kinder gerne, solange es süß ist. Es ist süß, genau. Es ist, das Tolle daran ist, es ist süß, aber es ist nicht extra gesüßt. Es enthält einfach nur die Fruchtsüße. Ne? Genau. Einfach durch die Banane süß und ein bisschen durch das Lokuma. Und das, finde ich, ist halt sowas, ein ideales Essen, weil es ist vollwertig, es ist nicht extra, es ist noch nicht mal natürliches Süßungsmittel zugesetzt. Es sieht super aus und Kinder finden das alleine von der Farbe her auch schon toll. Mhm. Und es ist super lecker, ne? Gut bekömmlich. Und dieses, was du gerade erzählt hast, diese Keimlinge, dieses Buchweizen, ist es dann schon fertig gekeimt und getrocknet, was dann bei euch bald reinkommt? Ah, das ist super. Genau, wir arbeiten mit so einer Firma zusammen, die also sich spezialisiert hat auf gekeimte Produkte. Okay. Und die keimen ganz viel und trocknen das hinterher wieder. Ne? Und dadurch, durch diesen Keimprozess enthalten, also zum Beispiel Buchweizen ist so ein Beispiel. Ne? Buchweizen enthält wirklich sehr viel Mangan und Kupfer und Zink. Mhm. Gekeimter Buchweizen. Und das ist halt, und dadurch, dass der noch so, der ist dann so knusprig durch dieses Keimen. Ja. Das ist wirklich diesen Crunchy-Effekt. Aber es ist gleichzeitig halt total gesund und es ist roh. Es ist nicht irgendwie geröstet oder erhitzt oder sowas. Ne? Ist halt auch sehr nahrhaft, ja. Ich mach ja auch Videos zum Keimen, bekomme aber sehr viele Nachrichten, dass sie es nicht verstehen oder dass es schimmelt. Deshalb finde ich es gut, wenn es Firmen gibt, die das dann aufnehmen. Die sehen dann schon, dass der Trend dazu da ist, dass die Menschen schon gekeimte Sachen haben möchten. Es selbst aber zu Hause nicht wirklich hinkriegen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, ja. Also wir haben in unserem Sortiment auch, also wir arbeiten mit etlichen Firmen zusammen, die also gekeimte Spezialprodukte herstellen. Zum Beispiel auch so leckere Schokonusscremes aus angekeimten Nüssen. Ne? Okay. Also wir haben da sehr viele aktivierte Nüsse sozusagen auch im Sortiment in verschiedensten Variationen. Mhm. Das ist auch wirklich eine tolle Art und Weise, weil durch diesen Keimungsprozess ja eben auch diese so viele Enzyme entstehen. Ne? Und dann der Nährstoffgehalt, zum Beispiel des Buchweizens einfach nochmal potenziert wird durch diesen Keimungsprozess. Genau, genau. Also lieber bevor ich zum Rewe gehe und mir eine Dose Nutella kaufe, bestelle ich hier die gekeimten Nutella-Variante, genau. Genau, und Nutella, ne, normales Nutella wäre natürlich der Immunsystem-Killer. Ne? Ja, ist ja nur Fett und Zucker, ja. Genau. Und Fett und Zucker kommt ja in Verbindung, in Kombination in der Natur gar nicht vor. Deshalb würde ich es meinem Kind gar nicht geben, also zumindest versuchen. Gut, jetzt hast du mir ein paar sehr gute Tipps gegeben, die werde ich auch nochmal zusammenfassen und in der E-Mail rausschicken. Die nächste Frage, wenn mein Kind übergewichtig ist oder Allergien hat, ständig Ausschlag, kommt ja auch oft vor, darf es eine Darmreinigung durchführen mit eurer Amazonas-Darmreinigung, die sehr viel positives Feedback hat? Kann ich dieses meinem Kind geben? Ich habe da sehr viele Fragen bekommen, Matthias. Deine Amazonas-Darmreinigung ist ja ganz sehr bekannt. Ich selbst habe sie sehr oft benutzt, auch hier bei mir in der Familie. Wir haben nur positives Feedback. Aber die Frage ist, was ist mit meinem Kind? Darf ich ihm das geben? Und wenn ja, ab welchem Alter? Hast du es denn mit deinen Kindern auch probiert? Nein, noch nicht. Ich würde es gerne meinem Großen geben, weil er hat schon Anzeichen auf eine Allergie, auf eine, was hatte er letztens? Rote Beete getrunken und da fing der Hals schon an zu kratzen. Da dachte ich, okay. Ja, Also, wir haben jetzt als Neuestes die Darmreinigung auch in Kapseln. Okay. Also dieses Darmreinigungspulver, das ist für Kinder nicht so, selbst wenn man es jetzt in Saft oder in Getreidemilch zum Beispiel mischt, ist es nicht so leicht für Kinder, das zu trinken, weil es auch sehr viele Bitterstoffe enthält. Mhm. Wir haben es jetzt in Kapseln seit Neuestem, haben aber da auch noch keinen Erfahrungswert. Das müsste man tatsächlich mal testen. Also es sollte natürlich bei den Kindern auch funktionieren. Also ich würde so sagen, ab dem Alter von 6, 7 Jahren könnte man damit beginnen. Mhm. Aber mit den Kapseln auch noch keine Erfahrungswerte, weil ich auch nicht weiß,
wie leicht es Kindern fällt, eben Kapseln einzunehmen. Mhm. Ich habe meinem Sohn, also natürlich haben wir auch bestimmte Produkte in Kapseln, aber ich mache das immer so, dass ich die Kapseln öffne und dann halt zum Beispiel diesen Kapselinhalt dann in Smoothie oder ins Müsli oder in Joghurt so reinmische. Mhm. Also deswegen weiß ich nicht, ob es funktioniert. Das müsste man tatsächlich ausprobieren. Erstmal testen, okay. Okay. Die letzte Frage. Welche Ernährung ist die beste? Das hast du eben schon kurz angesprochen. Um das Immunsystem und den Darm meines Kindes gesund zu halten? Das ist die allerletzte Frage. Also wie schon vorher gesagt, ist eine rein vegane, vollwertige Ernährung aus meiner Sicht wirklich die allerbeste Ernährung. Gerade also mit den tierischen Produkten brauchen wir jetzt auch gar nicht viel darüber zu reden. Wissen ja die meisten, Massentierhaltung, Tiere, die kein Licht sehen, die keine Liebe erfahren, die wirklich leiden. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass das Leid, was in den Tieren ist, wenn wir es essen, es in uns übergeht. Die Angst, das Leid, also man kann es probieren. Also viele haben das Problem damit, weil sie sind damit aufgewachsen. Man kann es einfach ausprobieren, Schritt für Schritt. Du hast jetzt eben schon ein tolles Rezept uns angeboten mit dem Kokosjoghurt, Banane, ein bisschen Kurkuma-Pulver, Maca. Einfach mal ausprobieren. Sehr schön. Ich werde den Link zu deinem Shop unten verlinken. Und die Produkte, die du eben erwähnt hast, gerade mit dem Immunsystem stärken, du hast ja eben schon gesagt, Grapefruit-Kernextrakt ist super. Ist es super für Viren, Bakterien? Wie funktioniert das mit dem kolloidalen Silber? Was macht das denn im Körper? Also wir haben natürlich, das waren ja zwei verschiedene Produkte, ne? Das waren ja gerade zwei verschiedene Produkte, ja. Das ist alles kolloidales Silber. Genau. Also kolloidales Silber ist ein sehr starkes, natürliches Antibiotikum, was eben also das Immunsystem stärkt und eben auch Viren und Keime und Bakterien eben, also negative, bekämpft. Mhm. Das Gleiche gilt auch für Grapefruit-Kernextrakt. Ist von der Anwendung her so ein bisschen unterschiedlich. Also zum Beispiel wirkt Grapefruit-Kernextrakt auch sehr, sehr gut bei, bei zum Beispiel bei Halsentzündungen. Ne? Mhm. Wenn man da in dem Rachenbereich so Probleme hat oder Erkältung oder Schnupfen hat, da wirkt es wirklich sehr, sehr gut. Und man kann es halt zum Beispiel, wir haben jetzt zwei verschiedene, wir kriegen jetzt noch ein neues Grapefruit-Kernextrakt, auf das wir schon sehr lange warten. Da sind schon die Etiketten in Arbeit und wenn die Etiketten fertig sind, dann können wir das endlich dann auch wirklich verkaufen. Das heißt Citrosept Organic. Da freuen wir uns schon sehr drauf, weil das wirklich sehr, sehr besonders ist. Und dann haben wir noch dieses andere Grapefruit-Kernextrakt, was du zum Beispiel als auch ein Kind einfach, wenn jetzt zum Beispiel eine Halsentzündung da ist oder Halsschmerzen da sind, kann es das auf so einen kleinen, kannst du ein paar Tropfen auf einen kleinen Teelöffel machen und man kann das dann einfach schlucken und ein bisschen noch im Mund behalten. Mhm. Das ist also sehr, ja, einfach sehr kraftvoll. Ja. Ich habe es getestet. Ich bestelle es ja schon seit Jahren bei dir. Es hilft auch, um Bakterien aus den Zähnen, also sie spülen auch den Mund damit, meine Kinder. Wenn ich merke, okay, sie werden jetzt, sie erkälten sich, da kriegen sie, ich habe dann auch ein Buch von euch bestellt, kann ich euch auch nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei euch war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das habt ihr gar nicht. Grapefruit-Kernextrakt, wo die Dosierungseinleitung nochmal steht. Ich sehe immer ganz genau, bei was, wie viel Tropfen du nehmen kannst. Und sehr, sehr hilfreich. Also meine Kinder dreimal auf Holz klopfen. Ich muss mit ihnen nicht zum Arzt gehen, brauche auch keine Medikamente. Kolloidales Silber kann ich auch nur weiterempfehlen. Wir benutzen es ständig, auch mein Mann mittlerweile. Wir brauchen kein Antibiotikum, nichts. Und das Gute daran ist, wir haben die Erfahrung gemacht, andere Kinder, die Medikamente nehmen, die Hustensäfte nehmen, sind viel länger krank als jetzt meine Kinder, die das... Also mein Mann ist ja eigentlich eher so einer, der jetzt nicht mehr, es ist jetzt gemein, aber eher zu der Masse gehört, der dachte, Apotheke hat mehr Recht, sie weiß es besser. Aber als er dann gesehen hat, wenn der Kleine anfängt zu husten und es hört sich wirklich sehr nicht gut an und schleimig, und wir benutzen dann Grapefruit-Kernextrakt und so weiter, dass nach spätestens 3 Tagen alles okay ist wieder. Ne? Und dann ist schon ein großes Fragezeichen. Warum dauert das mit dem Hustensaft aus der Apotheke mindestens eine Woche, bis es vorbei ist? Ja, weil es ja gleichzeitig auch das Immunsystem schädigt, diese ganzen anderen Sachen, die wir da aus der Apotheke bekommen. Ja. Und es ist bei uns genau das Gleiche. Ne? Also was du gerade mit deinen Kindern gesagt hast, also bei meinen Kleinen, es ist halt auch alles gut. Ne? Wir haben halt unsere Mittelchen, die verschiedensten für verschiedene Anwendungen und dann verwenden wir die. Und die haben wir natürlich immer da. Mhm. Und da können wir uns den Gang zum Arzt wirklich sparen. Ne?
Auf jeden Fall. Also die zwei Produkte, die ich jetzt noch mitnehme, ist Grapefruit-Kernextrakt, kolloidales Silber. Gibt es da noch irgendetwas Spezielles, wo du sagst, ja, das kann man auch nehmen, wenn man merkt, fürs Immunsystem, dass es gerade angegriffen ist? Wir haben also einen Haufen Produkte, die gut sind fürs Immunsystem, ne? Also zum Beispiel den Regenwald-Tee, der auch, den man auch Kindern geben kann zum Beispiel. Ach ja, okay. Oder? Oder auch Haustieren. Also okay. Ist, wird ja auch teilweise gerne von Katzen und Hunden getrunken. Tatsächlich, okay. Sehr, sehr große Erfolge erlebt. Okay. Und zum Beispiel Unia Legato ist auch ein sehr starkes, also man sagt, dass Unia Legato in der Lage ist, das Immunsystem um 50% zu steigern. Okay. Das haben wir in Kapseln oder auch als Tee und es ist aber auch Bestandteil des Regenwaldtees. Ne? Okay, also, ist es auch für Kinder? Das ist es auch für Kinder? Ja, also für ab 6-7 Jahre ist das auf jeden Fall okay. Ne? Mhm. Wie gesagt, das mit den Kapseln, da habe ich selber nicht die Erfahrungswerte. Das natürlich auch, wenn wir da Feedback bekommen von Menschen, die das halt bei Kindern getestet haben. Okay. Der Regenwaldtee funktioniert auf jeden Fall wunderbar und der ist auch wohlschmeckend. Ne? Man könnte ihn auch so ein bisschen als Eistee zubereiten, zum Beispiel mit Fruchtsaft mischen. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie man das Kindern halt nahebringen kann, wenn man ein bisschen kreativ ist. Ja, das werde ich unbedingt ausprobieren. Okay, da haben wir schon ein paar sehr, sehr schöne Sachen. Lieber Matthias, dann bedanke ich mich für deine Zeit, für diese wertvollen Informationen. Und es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben für Erwachsene. Erstmal hier, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mhm.